Hallo, grüß dich hier zu einem neuen Video auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. 6. Dezember, 6. Türchen am Kanalventskalender oder einfach auch nur Nikolaustag, je nachdem wie man es benennen mag, völlig egal. Heute haben wir auf jeden Fall diesen Tag und ich denke, da macht es auch ein klein bisschen Sinn, an euch ein klein bisschen rauszuhauen, auch als kleines Dankeschön für die vielen coolen Abos, für die tolle Kommunikation, für einfach ein super cooles Kanalgeschehen mit euch. Richtig, richtig genial. Macht mir jeden Tag doch richtig Laune. Deswegen würde ich den Kanal auch nicht machen, wenn es nicht so cool wäre, wie es einfach läuft mit euch. Richtig, richtig genial. Danke nochmal dafür. Heute könnt ihr gewinnen einmal den Lion Smart Charger mit passendem Kabel für euer passendes Bike oder E-Scooter, je nachdem, was ihr halt da für ein Verkehrsmittel dementsprechend habt. Es sind im Kanal viele dabei, die neu dabei sind, viele sind dabei, die einfach schon eine ganze Weile dabei sind. Die meisten werden es wissen, ich habe relativ viel mit Lion Smart Chargers gemacht in den letzten Wochen, Monaten, weil es einfach nur eine super coole Firma dahinter ist, mit der kann man super gut zusammenarbeiten, gerade im Thema Gewinnspiele, Kooperation und. Und sie haben da noch obendrauf ein mega cooles Produkt, sonst würde ich es einfach nicht tun. Ganz, ganz wichtig. Das Ladegerät nutze ich selber, von dem her alles nichts dabei und finde es einfach nur super genial. Warum nutze ich den so gern? Einmal super kleines Packmaß mit dem 4 Ampere Charger. Ich weiß, der 6er kommt es demnächst auch bald raus, gar keine Frage. Völlig logisch. Nächstes Jahr irgendwann habe ich Leuten hören, aber warten wir mal ab, wie sich die Sache da so ein bisschen entwickelt. Also 4 Ampere Charger, kleines Packmaß, so dick wie zwei Tafeln Schokolade aufeinander. Auf der großen Radreise super gut mitzunehmen, ohne Probleme, macht richtig Sinn. Auch vom Gewicht kann man den mitnehmen, passt in jede Tasche rein, das ist gar kein Problem, das passt wirklich problemlos. Das eine, das nächste ist ein bisschen Nachhaltigkeitsgedanke. Ich komme mit einem Ladegerät und verschiedenen Ladekabeln, kann ich verschiedene Fahrräder laden, sprich das Fahrrad von Frau, Mann, Tochter, Sohn, Vater, Mutter, wie auch immer. Wenn ich im Urlaub bin, habe ich quasi drei, vier Radtypen dabei. Einmal ein Yamaha, einmal quasi ein Yamaha weniger, da gibt es keinen Kabel dafür. Also vielleicht Bosch und Shimano, so rum, kann ich quasi mit einem Ladegerät und zwei verschiedenen Ladekabeln, kann ich die dann dementsprechend einfach aufladen. Super entspannt. Kann auch ein Ladegerät mitnehmen, beide Akkus im Hotel abends wieder aufladen. Finde ich einen relativ wichtigen, großen Vorteil, das einfach zu haben. Noch eins, woher kommt eigentlich die Herstellerfirma von diesem Lion Smart Charger? Viele haben schon gefragt, ja, was steht hinter? Haben wir schon Livestreams gehabt, ganz tiefgründig, wo wir es erklärt haben. Das ist ganz simpel. Die Firma, wo den Lion herstellt, kommt aus dem Bereich von Energieversorgungs, sage ich mal, Systemen, Netzteilen und Co. Für viele LED-Lampen und. Also die kommen aus einem Bereich, wo man wirklich weiß, um was es geht, energieeffizient auf kleinem Raum viel Energie umsetzen, um vernünftig zur Verfügung zu stellen. Also das ist kein Start-up-Unternehmen, wo sagt, ich mache jetzt mal geschwind ein Ladegerät, neu aus dem Bodenstamm, sondern die wissen schon, von was sie reden, weil sie schon jahrzehntelang eigentlich mit Energieversorgungsnetzteilen für andere Produkte sich rumschlagen dürfen. Und somit wissen sie genau, wie man sowas kompakt, klein und immer noch im vernünftigen Bereich für die Wärmeentsorgung super gut baut. Und deswegen kommen wir auch dazu zum Thema Effizienz. Der Lion Smart Charger hat einen Standby-Stromverbrauch von 0,6 Watt. Also nahezu gar nichts. Problemlos machbar, sprich ich kann ihn am Kabel einfach dran lassen in der Garage, klemme mein Bike an und ab, je nachdem wie ich halt hinfahre, oder steck's an und ab, je nachdem wie ich halt hinfahre. Und ich habe dann halt quasi mit einem relativ geringen Standby-Stromverbrauch immer ein Ladegerät am Start, wo funktioniert. Finde ich auch nicht ganz unwichtig, wenn man es aufs Jahr hoch einfach mal sieht. Muss man auch ein ganz klein bisschen sehen. Und eins, was wir können, ist Effizienz und kleine Geräte bauen. Eins von vielen Stärken, und das muss man wirklich sagen, das hat dieses Ladegerät wirklich definitiv erfüllt. Ich persönlich gehe so Kooperationen transparenzhalber ganz wichtig nur mit Firmen ein, die ich auch wirklich unterstützen möchte oder mit denen ich auch wirklich mich authentifizieren kann, so rum. Und nicht irgendwie dem Geldes wegen irgendwas mache. Ganz wichtig, ich mache nur die Dinge, die ich auch wirklich für gut finde, werdet ihr wahrscheinlich auch wissen auf dem Kanal, da gehe ich auch nur diese Dinge einfach ein. Klar, sollte ein bisschen werbender Hintergrund, gehört einfach auch dazu, dafür könnt ihr auch einen gewinnen. Völlig logisch, da muss auch ein bisschen was dann zu erklärt werden. Was auch noch funktioniert und geht, ihr könnt natürlich mit dem Lion auch eure Energie
Ladezyklen einfach auch dokumentiert haben. Also sprich, jedes Mal, wenn ihr es ankabelt, wird ein Protokoll geschrieben, zu welchem Datum ihr wie viel Energie in welches Rad bekommen habt. Also man kann dann auch gut nachvollziehen, nach mehreren Wochen, Monaten, wie auch immer, kann man einfach mal über diesen NFC-Chip auslesen, wie man sein Rad aktuell, wie oft man es geladen hat. Finde ich super spannend, einfach ausrechnen, wie viel Strom in die Sache einfach reinfließt. Also finde ich auch einfach nur genial, was man damit machen kann. Ja, und deswegen mache ich gerne mit diesem Projekt einfach so weiter und ich finde es einfach nur genial. Und euch einfach ein ganz kleines bisschen mitzunehmen, das Thema heute könnt ihr eingewinnen. Jetzt sind wir auch schon an dem Punkt, ja, wie könnt ihr ihnen einfach gewinnen? Ach übrigens, alle Videos der letzten Lion Smart Charger Geschichte, die ich im Kanal gemacht habe, sucht einfach mal nach auf meinem Kanal. Es sind ganz viele. Also geht es wirklich von A bis B alles erklärt. Da könnt ihr euch einfach durchklicken und ich denke, da werden die meisten Fragen schon beantwortet sein. Wenn eine Frage nicht beantwortet wurde, haut es bitte hier unter diesem Video in die Kommentare rein, dann mache ich auch gerne nochmal eine Folge eure Fragen von oder an, dann können wir das auch nochmal gerne aufarbeiten, sogar im Interview oder im Livestream mit einem Patrick von Lion Smart Charger. Geht genauso dementsprechend auch noch, gar keine Frage. Ja, dann aber zurück, wie könnt ihr diesen Lion Smart Charger gewinnen? Das ist relativ einfach. Ihr seht gerade neben mir auf der Seite einen Instagram-Post. So, der ist online und den seht ihr auf meinem Instagram-Profil, das seht ihr hier unten, wie mein Profil heißt. Und da geht er hin und dann müsst ihr einfach nur, oder ihr dürft, dass ihr gewinnen könnt, so rum, einen coolen Kommentar unter diesen Instagram-Post schreiben. Nicht nur einfach ein Kennwort wie letztes Mal, nein, ein bisschen mehr muss man sich einfallen lassen. Schreibt doch einfach mal drunter, warum jetzt ihr speziell einen Lion Smart Charger gewinnen wollt. Und dann gucken wir mal, wie kreativ die Kommentare sind. Haben wir schon einen mega kreativen Kommentar, was letzten Gewinnspiel schon rauskam, dass es kreativ sein kann, dann geht an den kreativsten Kommentarschreiber der Preis einfach raus. Haben wir 3, 4, 5 kreative Kommentare, dann losen wir wieder am Heiligabend morgens im Livestream, wahrscheinlich am 24. Dezember, am Heiligabend morgens im Livestream losen wir die passenden Gewinner dann aus. Oder wie gesagt, wenn die Kommentare sehr kreativ waren, dann ist eindeutig, dann bekommt der den Preis, der der kreativsten Kommentar drunter geschrieben hat. Also das ist das Einfallen zu diesem ganzen Thema. Ja, ich finde es einfach nur spannend. Alle Details zu dem Gewinnspiel habt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal drinstehen, was ihr alles machen könnt. Ihr könnt auch per E-Mail teilnehmen, ist auch alles unbeschrieben. Aber wie gesagt, seid einfach kreativ und schreibt einen coolen Kommentar und dann können wir gucken, wer dann der glückliche oder die glückliche Gewinnerin ist von unserem Lion Smart Charger. Ich finde es einfach nur cool, euch was rückgeben zu können, was über die ganzen Jahre oder Monate hier auf dem Kanal gewachsen ist. Und Produkte, die ich einfach selber cool finde, wie die Windererhaltungsladung auch noch und. Also viele Möglichkeiten gibt es da mit dem Lion. Also wirklich gar kein Thema. Also wie gesagt, lasst einfach mal ein Abo hier auf dem Kanal, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch richtig. Bis dann. Ciao.